Immer wieder wurden in den vergangenen Tagen die Rufe nach einer Deeskalation im Nahen Osten laut. Aber von Deeskalation ist nichts zu spüren. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in einem Vorort Beiruts das Hauptquartier der Hisbollah angegriffen. Und die IDF vermeldet über soziale Medien, dass sie den Anführer der Miliz, Hassan Nasrallah, dabei auch getötet habe. Sie schreibt, er werde nicht weiter in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren. Das hat sie über soziale Medien so bekannt gegeben. Die Angriffe seitens Israels, seitens des Libanons gehen weiter. Hier sehen wir jetzt auch noch einmal den Post der IDF. Bestätigt seitens der Hisbollah ist das so noch nicht. Aber es würde natürlich eine weitere Stufe der Eskalation bedeuten in diesem Konflikt. Wir schauen nach Beirut. Susanna Santina mir jetzt zugeschaltet. Frau Santina, wir werden gleich noch auf Hassan Nasrallah zu sprechen kommen. Vielleicht erst einmal, wie ist aktuell die Situation in Beirut? Wie erleben Sie die Angriffe? Also hier in Beirut sind viele Menschen natürlich verunsichert. Sie haben Angst. Sie spüren, dass ihr Land im Krieg ist. Die Meldung, dass Hassan Nasrallah getötet wurde, die wurde hier ganz unterschiedlich aufgenommen. Viele hat sie absolut schockiert. Sie können es nicht glauben. Andere freuen sich im Stillen, denn die Meinungen hier sind wirklich geteilt. Einige sagen, es ist unser absoluter Führer, unser mächtiger, charismatischer, der unersetzlich ist. Aber andere sagen auch, dass Nasrallah und die Hisbollah dafür verantwortlich sind, dass der Libanon nun im Krieg ist. Also wir haben jetzt gesehen, dass viele Menschen die Stadt verlassen haben, jetzt weg aus Beirut in Richtung Norden. Sie fühlen sich hier auch nicht mehr sicher. Andere haben draußen übernachtet. Die Angst, die Unsicherheit ist hier auf jeden Fall riesengroß. Aber es gibt noch keine offizielle Bestätigung über den Tod Nasrallahs. Gibt es denn eine Reaktion der Hisbollah auch auf die Angriffe? Also die Hisbollah hat bislang nichts dazu gesagt, keine Bestätigung, kein Dementi. Es war gestern ein bisschen seltsam. Erst wollte die Hisbollah ein Statement rausgeben am Abend, nachdem die ersten Meldungen kamen. Dann hat sie es abgesagt. Dann hat aber ein Hisbollah-Sprecher im iranischen Fernsehen gesagt, dass es Nasrallah gut gehe. Das war auch irritierend. Aber es ist schon auffällig, dass die Hisbollah sich jetzt absolut zurückhält und dass wir gar nichts mehr von ihnen hören. Insofern denke ich, wenn die israelische Armee das offiziell verkündet, dass Nasrallah tot ist, dann ist das schon sehr glaubhaft. Was würde das denn aber bedeuten, wenn der Führer der Hisbollah seit 32 Jahren tatsächlich jetzt getötet worden ist? Das ist natürlich ein heftiger Schlag für die Hisbollah, denn Nasrallah, Sie sagen, es war seit 32 Jahren der mächtige, unangefochtene Führer, Anführer der Hisbollah. Und viele Menschen unterstützen ihn, sie verehren ihn sogar. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, was hat das für Konsequenzen? Denn Hisbollah wird ja genauso wie die Houthis im Jemen vom Iran unterstützt. Und das Mullah-Regime, wenn das sich einschaltet, dann könnte es natürlich tatsächlich einen Flächenbrand geben. Wir hören dazu im Moment allerdings nichts, das müssen wir tatsächlich abwarten. Aber Fakt ist eben auch, dass die Hisbollah ohnehin durch die permanenten israelischen Luftangriffe in den letzten Wochen massiv geschwächt wurde. Es geht ja nicht nur um die Führungsriege, die da nahezu ausgelöscht wurde, sondern es gab Angriffe auf das Waffenarsenal, auf die Raketen, auf die Abschussrampen. Und deswegen ist auch die militärische Schlagkraft der Hisbollah massiv eingeschränkt worden. Sie haben den Iran gerade schon angesprochen. Der Iran jetzt bei den Vereinten Nationen ja auch ein Stück weit moderat aufgetreten. Pezeshkian, muss man sagen. Es ist also eigentlich ja nicht im Interesse des Irans, weiter zu eskalieren. Aber sehen Sie irgendeine Möglichkeit in dieser Situation noch der Deeskalation? Also im Moment muss man das wirklich abwarten. Der Iran hält sich im Moment auffällig zurück. Natürlich hat der Iran eindeutige Bande zur Hamas, zur Hisbollah, zu den Houthi, zu terroristischen Gruppierungen und hat sich ja auch klar in diesem Konflikt nochmal positioniert auf Seiten dieser Gruppierung gegen Israel. Aber ob es diesen offenen Konflikt jetzt tatsächlich riskiert mit der westlichen Welt, mit Israel, mit den USA, das ist durchaus fraglich. Aber eine Einschätzung in dieser Hinsicht ist zurzeit jedenfalls ein bisschen schwierig. Ist tatsächlich noch zu früh dafür. Es gibt auch, wir haben es gerade schon thematisiert, seitens der Hisbollah noch keine Äußerung, keine Bestätigung des Todes. Aber wenn wir vielleicht auf die aktuellen Kampfhandlungen noch kurz schauen, wir haben schon über die gesprochen, die seitens Israels auf den Libanon stattfinden. Wie sieht es umgekehrt aus? Also es gibt immer wieder Angriffe der israelischen Armee und Gegenangriffe der Hisbollah. Das geht tatsächlich auch heute noch weiter. Deswegen sind heute auch viele Menschen wieder geflohen. Ich hatte es ja vorhin erzählt.
Es wird auf jeden Fall da nicht locker gelassen. Und ob da irgendwann mal eine Deeskalation möglich ist, das ist wirklich die Frage. Auf jeden Fall hat die israelische Armee die Hisbollah, das ist ihr gelungen, massiv geschwächt. Jetzt natürlich auch durch die Tötung von Hassan Nasrallah. Ob das ihr reichen wird, ist die Frage. Sie hat ja immer noch den parallelen Konflikt mit der Hamas in Gaza. Aber es ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt für den Sieg Israels. Das muss man ganz klar sagen. Einordnungen von Susanna Santina. Ganz herzlichen Dank nach Beirut. Wir bleiben aber an dieser Stelle noch natürlich bei diesem Thema. Und hier bei mir im Studio ist jetzt Professor Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler von der Uni Erlangen. Schön, dass Sie da sind. Willkommen. Schönen guten Tag. Herr Fröhlich, wenn sich dieser Tod dann auch tatsächlich bewahrheitet von Hassan Nasrallah, dann bedeutet das mit Blick auf eine Deeskalation in diesem Konflikt was? Ja, die meisten würden natürlich instinktiv erstmal meinen, dass das eine weitere Eskalationsstufe bedeutet. Ich bin da gar nicht so sicher. Natürlich atmosphärisch erstmal und auch von der Rhetorik sehr wahrscheinlich, das werden wir in den nächsten Tagen hören. Offensichtlich muss die Hisbollah sich selbst erstmal noch ein Stück weit sortieren. Nicht nur was die Einordnung des Todes anbelangt, sondern eben auch, wie es natürlich dann weitergeht. Auf der anderen Seite glaube ich auch die ersten Reaktionen jetzt aus dem Iran, aus der Region, aus Washington und sonst wo, die zeigen eigentlich in den letzten Wochen, wir haben ja alle permanent, latent die Furcht, dass es eskaliert. Auf der anderen Seite merken wir, dass das eigentlich ein sehr gewohntes Muster mittlerweile ist. Seit einem Jahr erleben wir Schlag, Gegenschlag, wechselseitige Drohungen, Abschreckungen etc., aber alles kontrolliert. Das ist kontrollierte Eskalation, wenn Sie so wollen, nicht? Und das, glaube ich, wird auch dabei bleiben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass im Moment irgendjemand Interesse hat, daraus jetzt tatsächlich den Flächenbrand werden zu lassen. Die Iraner und Teheran hat ja lang genug eben auch immer wieder kommuniziert, auch seit dem Gaza-Überfall und dem Terroranschlag auf Gaza im letzten Jahr, dass sie damit eigentlich nichts zu tun haben, sondern dass sie unabhängig agieren, sowohl die Hamas wie eben die Hisbollah. Wir wissen, dass das Netzwerk natürlich von Iran gesteuert wird, aber in irgendwelche politischen Verbindungen oder dass man dahinter gesteckt hat, das vermeidet man ja das tunlichst eben kundzutun. Das heißt, wenn jetzt eben der Hisbollah-Chef einem Attentat eben oder einem solchen Anschlag zum Opfer gefallen ist, heißt das nicht im Umkehrschluss sofort, dass Iran sagen wird, das ist für uns, ruft uns jetzt auf den Plan. Iran hat nochmals in den letzten Wochen und Monaten mehrfach betont, dass nur ein Anschlag gegen das eigene Territorium tatsächlich Iran auf den Plan rufen würde. Das andere lässt es irgendwo im Nebel. Also ich glaube nicht, dass die große Eskalation kommt. Man wird weiter Aufrüstung sehen. Die Amerikaner werden im Grunde genommen auch ihre Präsenz sehr wahrscheinlich verstärken. Aber ansonsten wird das Muster, glaube ich, beibehalten werden. Wir waren ja auch schon mal in einer vielleicht ein bisschen vergleichbaren Situation im Juli, als es ja auch in Teheran sogar gelungen ist, den Hamas-Politchef zu töten und einen Hisbollah-Kommandeur. Auch da hat die Welt gewartet auf die Antwort des Iran, die ausgeblieben ist. Warum? Und auch da war ja schon die Frage, und die stellt sich auch jetzt wieder, wie kann der Iran dann so noch sein Gesicht wahren? Ja, das Gesicht wahren. Ich meine, die Frage ist, was ist der Preis dafür? Iran macht das, glaube ich, sehr bewusst oder nimmt das bewusst. Keiner will im Moment den großen Krieg. Das könnte man umgekehrt auch fragen, wie verlässlich ist die Rolle der Amerikaner hinter den Israelis? Kann man sich wirklich hundertprozentig darauf verlassen? Die arabische Welt, die Golfstaaten sind im Moment auch dabei, dass sie eine größere Konfrontation nicht wünschen. Wir haben im Moment wieder Annäherungsversuche zwischen den Golfstaaten und dem Iran. Wir erleben diese Wiederannäherung zwischen Iran und dem Westen. Dem Iran geht es nicht gut wirtschaftlich. Also, und die Bevölkerung, die Gesellschaft ist nach allem, was durchdringt, was wir wissen, mehrheitlich auch nicht begeistert von einem Krieg. Das ist genau das Gleiche wie im Libanon im Übrigen. Man kann vielleicht sogar sagen in Israel. Israel hat im Moment noch den Vorteil auf seiner Seite, sagen wir mal das Momentum, weil natürlich man sagt, wir sind angegriffen worden und es ist mehrheitsfähig in der Gesellschaft zu sagen, wir müssen uns dagegen zur Wehr setzen. Aber wir wissen, dass der Unmut auch groß ist mit Blick auf die Geiselfrage in Israel. Die Gesellschaften wollen einen solchen Krieg mehrheitlich nicht. Keiner will den Flächenbrand. Und ich glaube, auch das ist das, was Iran im Moment abzuwägen hat. Da ist die Frage des Gesichtsverlusts vielleicht sogar sekundär.
Sie haben gerade die USA schon angesprochen und so ein bisschen die Frage aufgemacht, wie weit geht die Unterstützung der USA? Das, was wir jetzt sehen, es gab ja eine Initiative von den USA und Frankreich, insgesamt 10 Staaten und die EU, die sich angeschlossen haben, dass man für eine Waffenruhe doch plädiert, 3 Wochen. Israel scheint sich darum nicht zu kümmern. Ist das ein Schlag ins Gesicht auch ein bisschen an die Partner Israels? Ja, das will ich nicht sagen. Ich meine, es zeigt nur eins, das eben, was ich eben angesprochen habe, der Druck in den Gesellschaften, in den USA ist Wahlkampf. Ich meine, das ist ein Thema, keiner will im Moment. Auch da zeigen Umfragen ganz eindeutig, auch mehrheitlich, selbst unter Republikanern gleichermaßen wie Demokraten. Man will keine größere Konfrontation. Man will Amerika auch nicht wieder irgendwo im Nahen und Mittleren Osten in einer größeren Intervention gebunden sehen. Das ist auch immer mit Kosten verbunden. All das legt es nahe, nicht nur für Biden, sondern auch für die, wer immer jetzt ins Weiße Haus einziehen würde im nächsten Jahr, sehr, sehr vorsichtig damit umzugehen und nicht irgendwo, sagen wir mal, einen Rückfall zu provozieren, wie wir es in den letzten 15, 20 Jahren gesehen haben. Es ist klar, Common Sense eigentlich in den USA, in der Gesellschaft allemal und auch mehrheitlich im Kongress, dass eine solche größere Intervention im Nahen und Mittleren Osten nicht gewünscht wird. Das heißt nicht, ich glaube, Israel ist sich trotzdem sicher genug, dass, wenn der Worst Case eintreten würde, Amerika Gewehr bei Fuß steht. Und das zeigt Amerika natürlich auch durch seine Mobilmachung, Verstärkung der Präsenz der Mittelmeerflotte, der Golfflotte etc. Also insofern, da geht es weiterhin um wechselseitige Abschreckung, in Schach halten, natürlich auch ein Stück weit, wie Sie richtigerweise sagen, um Gesichtsverlust und auch gegenüber den Gesellschaften. Aber im Moment, glaube ich, ist in keinem der genannten involvierten Akteure oder Länder irgendwo mehrheitlich der Wunsch groß, dass das Ganze jetzt aussah. Alle wollen diese größere Konfrontation, glaube ich, vermeiden. Und das gibt Israel natürlich auch weiterhin freie Hand, so zu agieren, wie es das im Moment tut. Und ich glaube, man braucht kein Prophet zu sein. Israel wird entschlossen weiter mobil bleiben und wird weiter so verfahren, wie es das in den letzten Wochen und Monaten gezeigt und getan hat. Ob es dann am Ende vielleicht tatsächlich ein Einlenken gibt der Hisbollah, das steht auf einem anderen Blatt, ist, glaube ich, nicht in der DNA der Hisbollah, dass das so kommen wird. Insofern, glaube ich, wird das Grundmuster beibehalten werden, obwohl das natürlich zunächst einmal nach einer weiteren Eskalation im Konflikt aussieht. Herr Fröhlich, Sie bleiben noch hier. Wir wollen gemeinsam einmal kurz reinhören in das, was der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu vor den Vereinten Nationen gesagt hat. Denn dort findet ja nach wie vor die Generalversammlung statt. Es hat im Vorfeld tatsächlich ein bisschen zu Irritation geführt, denn die USA haben mit ihrem Vorstoß zu einer Waffenruhe gesagt, natürlich haben wir das mit Israel abgesprochen. Die israelische Regierung hat das dann dementiert. Gestern hat Benjamin Netanyahu gesprochen. Einige Delegierte haben den Saal verlassen. Wir wollen uns noch mal anhören, in Auszügen zumindest, was er gesagt hat. Er hat da auch noch mal ganz eindringlich vor Iran, vor Teheran gewarnt. In diesem Gremium, hier im Sicherheitsrat, werden wir in wenigen Monaten beraten. Und ich möchte den Sicherheitsrat aufrufen, die Sanktionen gegen den Iran ins Leben zu setzen. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht liegt, um dafür zu sorgen, dass der Iran niemals Kernwaffen in die Hand bekommt. Ich habe seit Jahrzehnten die Welt vor dem Nuklearprogramm des Irans gewarnt. Unsere Maßnahmen haben das Programm aufgehalten, vielleicht um ein Jahrzehnt. Aber wir haben es nur verzögert. Es ist noch nicht zu Ende, die Bemühungen des Iran. Dort versucht man jetzt, Waffen dafür zu entwickeln, im Iran. Und der Frieden und die Sicherheit all ihrer Länder sind hier gefordert. Es geht um Frieden und Sicherheit auf der ganzen Welt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Iran Kernwaffen bekommt. Und ich werde Ihnen versichern, dass Israel alles in seiner Macht Liegende tun wird, damit es dazu nicht kommt. Meine Damen und Herren, die Frage, die vor uns liegt, ist folgende. Sie ist einfach. Welche dieser beiden Karten, die ich Ihnen gezeigt habe, wird unsere Zukunft bestimmen? Der Segen von Frieden und Wohlstand für Israel und andere Partner? Oder wird es der Fluch sein, den der Iran und seine Partner mit Blutvergießen und Chaos überall
zur Geltung bringen wollen. Israel hat sich entschieden. Wir wollen die Segnungen für die Menschheit voranbringen. Wir wollen eine Partnerschaft für den Frieden mit unseren arabischen Nachbarn und gegen die Kräfte des Terrors kämpfen, die das alles bedrohen. Seit fast einem Jahr haben die tapferen Männer und Frauen unserer Streitkräfte die Terrorarmee in Gaza niedergeschlagen. Am 7. Oktober, dem Tag der Invasion, hatte man dort ungefähr 40.000 Terroristen mit 15.000 Raketen, 350 Meilen Tunnels, ein unterirdisches Netzwerk größer als das U-Bahn-System von New York. Ein Jahr später hat unsere Streitmacht fast die Hälfte der Tunnels zerstört, fast 90% des Raketenarsenals zerstört und die wichtigsten Abschnitte des Tunnelnetzwerks ebenfalls ausgeschaltet. In wichtigen Militäroperationen haben wir fast die Hälfte, nein, fast alle Bataillone der Hamas, 23 von 24, vernichtet. Um unseren Krieg zu vollenden, wollen wir die verbleibende Kampfkapazität der Hamas ausschalten und die verbliebene touristische Infrastruktur wird ebenfalls vernichtet. Aber während dieser Zeit, und ich sage das noch einmal, bleiben wir fokussiert auf unseren heiligen Auftrag. Wir müssen unsere Geiseln zurückbringen und wir werden nicht aufhören, bevor dieser Auftrag erfüllt ist. Meine Damen und Herren, auch wenn die Hamas militärisch weitgehend zerschlagen ist, haben die Touristen immer noch Regierungsmacht in Gaza. Wir haben nämlich den Hilfsorganisationen erlaubt, seine humanitäre Hilfe zu leisten und Lebensmittel zu bringen. Die Hamas stiehlt das Ganze und füllt die eigenen Taschen mit den Geldern. Das gestohlene, die gestohlene Hilfe, die gestohlenen Lebensmittel werden von der Hamas genutzt, um an der Macht zu bleiben. Das muss auch aufhören und wir arbeiten daran, das umzusetzen. Der Grund dafür ist einfach. Wenn die Hamas an der Macht bleibt, dann wird sie sich regruppieren, neu bewaffnen und Israel immer wieder angreifen. Das hat sie gelobt. Die Hamas muss weg. Stellen Sie sich einmal vor, wie er gesagt hat, die Hamas muss bleiben, die Hamas muss Teil eines Gazas nach dem Krieg sein. Stellen Sie sich das doch bitte vor. Nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, meinetwegen, hätte man da die besiegten Nazis 1945 den Wiederaufbau Deutschlands übertragen sollen. Das ist unvorstellbar, das ist lächerlich, das ist damals nicht so gemacht worden und jetzt wird es auch nicht so kommen. Deshalb wird Israel jede Unterstützung und jede Rolle von Hamas in einem Gaza nach dem Krieg ablehnen. Wir wollen ein demilitarisiertes Gaza. Nur dann können wir dafür sorgen, dass dieser Kampfeinsatz jetzt der letzte war dort. Wir werden mit regionalen und anderen Partnern arbeiten, um eine lokale Zivilverwaltung in Gaza zu unterstützen, die die friedliche Koexistenz betreibt. Was die Geiseln angeht, habe ich eine Botschaft an die Hamas übermitteln. Lasst sie nach Hause gehen. Lasst sie ziehen. Alle. Wer heute lebt, muss heute lebend zurückkommen. Und die sterblichen Überreste derjenigen, die dort brutal ermordet worden sind, müssen zu ihren Familien kommen können. Und eine Ruhestätte für die geliebten Menschen muss möglich sein. Eine Stätte, wo die Menschen trauern können und man sich ihrer erinnern kann, die der Hamas zum Opfer gefallen sind. Meine Damen und Herren, dieser Krieg kann jetzt zu Ende gehen. Nur Folgendes muss geschehen. Die Hamas muss aufgeben, sich ergeben, die Waffen niederlegen und alle Geiseln freigeben. Wenn die Hamas das nicht tut, werden wir kämpfen, bis wir den Sieg erreicht haben, den totalen Sieg. Es gibt keinen Ersatz dafür.
Israel muss auch die Hezbollah im Libanon besiegen. Die Hezbollah ist die wesentlichste Terrororganisation der Welt zu unserer Zeit. Das ist eine Krake, die auf allen Kontinenten präsent ist. Es sind mehr Amerikaner und mehr Franzosen von ihr ermordet worden als von jeder anderen Gruppierung außer der von Bin Laden. Hier sind Bürger vieler Staaten ermordet worden von der Hezbollah, die hier im Saal vertreten sind. Und Israel ist in den letzten 20 Jahren immer wieder heftig angegriffen worden. Jetzt im letzten Jahr, einen Tag nach dem Massaker der Hamas, begann die Hezbollah mit Angriffen auf Israel, die mehr als 60.000 Israelis an der Nordgrenze dazu gezwungen hatten, ihre Wohnungen, ihre Häuser zu verlassen. Sie wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land. Die Hezbollah hat lebendige Städte im Norden Israels zu Geisterstädten gemacht. Denken Sie doch mal darüber nach. Wie wäre das denn in Amerika? Stellen Sie sich vor, wenn Terroristen El Paso oder San Diego zu Geisterstädten machten. Fragen Sie sich dann bitte, wie lange würde die amerikanische Regierung das dulden? Ein Tag, eine Woche, einen Monat lang? Ich glaube, dass sie das nur einen einzigen Tag zulassen würden. Israel hat dies aber diese unerträgliche Situation fast ein Jahr lang ertragen. Enough is enough. We won't rest until our citizens can return safely to their homes. We will not accept a terror army perched on our northern border. Nicht akzeptieren, dass eine terroristische Armee an unserer Nordgrenze versucht, ein ähnliches Massaker wie am 7. Oktober zu veranstalten. Die Hamas hat sich immer geweigert, die Resolution 1701 des Sicherheitsrates umzusetzen. Die Hezbollah sollte sich zurückziehen von unseren Grenzen, aber sie sind bis an unsere Grenzen vorgedrungen und haben Tausende von Raketen in den Norden unseres Landes abgefeuert. Die haben diese Raketen nicht aus militärischen Stützpunkten abgeschossen. Das machen sie natürlich auch, aber diese Raketen wurden von Schulen, von Krankenhäusern, von Wohngebäuden aus abgeschossen und in den Privathäusern der Bürger des Libanon. Das heißt, sie gefährden ihre eigenen Bürger. Nehmen eine Rakete und setzen sie in jede Garage und in jede Küche. Und ich sage den Leuten, lasst nicht zu, dass die Hezbollah euch in den Abgrund zieht. Wir stehen nicht im Krieg mit ihnen, der Bevölkerung, sondern mit Hezbollah. Solange Hezbollah sich für den Weg des Krieges entscheidet, hat Israel keine Wahl und jegliches Recht, uns der Bedrohung zu stellen und sicherzustellen, dass unsere Bürger wieder nach Hause zurückkehren können. Und genau das machen wir. Gerade in dieser Woche hat unsere Armee einen Großteil der Raketen der Hezbollah zerstört, die vom Iran finanziert wurden. Wir haben hochrangige Kommandeure eliminiert, die nicht nur israelisches Blut vergossen haben, sondern auch amerikanisches und das Blut anderer Nationalitäten. Dann haben wir deren Ersatzmänner getötet und wir werden auch weiterhin gegen die Hezbollah vorgehen, bis all unsere Ziele erreicht sind. Bis all unsere Ziele erreicht sind, werden wir gegen die Hezbollah vorgehen. Wir haben es gerade gehört, Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler, weiterhin hier bei mir. Das Ziel, das man jetzt offenbar erreicht hat, nämlich den Chef der Hezbollah seit 32 Jahren, Hassan Nasrallah, zu töten, könnte das ein solches Ziel sein? Denn die vollständige Zerschlagung der Hezbollah, wie man sich bei der Hamas das Ziel gesetzt hat, das kann ja nicht das Ziel sein, oder? Das ist das Ziel, aber es ist natürlich auch Israel ist sich darüber im Klaren, dass das relativ illusorisch ist. Nicht? Also das ist wie eine Hydra, das wächst nach, das ist relativ klar. Ich meine, natürlich ist Nasrallah die zentrale Figur gewesen und das macht etwas auch mit der Organisation. Das ist klar eine Leitfigur, aber wir haben ja auch schon in anderen Berichten gehört und wissen ja auch, dass seine Position, also auch innerhalb der Hezbollah teilweise aus seinen Entscheidungen ja durchaus, es gibt solche und solche, hätte ich jetzt fast gesagt, nicht immer unumstritten
zerstritten gewesen sind. Nicht? Also insofern, und viele meinen ja auch, dass er gerade in der letzten Zeit vielleicht sogar ein Stück weit zu sehr sich mit der Hamas jetzt hier solidarisiert hat und damit auch natürlich das Land geradezu unweigerlich wieder an den Abgrund eines Krieges gebracht hat. Und im Libanon will man das eben mehrheitlich nicht. Die Gesellschaft ist auch nicht alle längst nicht pro Hisbollah, sondern ganz im Gegenteil. Die Hisbollah ist der zentrale Machtfaktor im Land, das weiß man. Und verbreitet dort auch entsprechend natürlich mit ihren Methoden oder sorgt dafür, dass die Gesellschaft stillhält. Aber die Mehrheit oder der libanesischen Bevölkerung, das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, das war keine Solidarität mit der Hisbollah, sondern da geht es um die Gesellschaft, da geht es um Libanon als Ganzes. Nicht? Und viele werfen der Hisbollah im Grunde genommen auch vor, oder Nasrallah, dass er in den letzten Jahren oder zunehmend natürlich dieses Land an den Rand eines weiteren großen Krieges gebracht hat. Und das will man dort partout nicht, so wie in anderen Ländern auch nicht. Und das hat man ja auch gesehen seit dem 7. Oktober, die Hisbollah, die kontinuierlich auch weitere Angriffe gestartet hat auf Israel. Und Netanyahu hatte gesagt, sein Ziel sei es, dass die Menschen, die Israelis, die aus dem Norden vertrieben sind, dass die wieder zurückkehren können, sprich, dass die Hisbollah dort die Angriffe einstellt. Könnte das, wo die Hisbollah jetzt schwer getroffen ist, ein solcher Moment sein? Das kann durchaus sein, aber das ist Spekulation. Das können wir im Moment tatsächlich nicht absehen. Und natürlich muss man ganz klar sagen, natürlich ist das das Ziel gewesen. Aber ich meine, das ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen, vorgeschoben. Das ist natürlich auch ein taktisches Ziel, das man hier ausgegeben hat, dass Netanyahu primär erstmal ein Interesse hat, die politische und die militärische Führung der Hisbollah auszumerzen. Genauso wie mit Blick auf Hamas. Ist das zentrale Ziel, nicht? Und dass das eben auch verkauft werden muss, das ist auch klar. Und das heißt, man verkauft das, indem man sagt, der Nutzen davon ist, dass wir wieder in den Norden ziehen können, dass wir da wieder Ruhe haben, dass wir die Grenzen stabilisieren. Er weiß genau, dass er das damit nicht bewirkt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Hisbollah mittlerweile über die Möglichkeiten und die Waffen und das Raketenarsenal verfügt, auch mit der entsprechenden Reichweite, also Israel auch zu treffen aus dem Hinterland heraus, nicht? Nur indem man grenznah positioniert ist. Das alles ist theoretisch möglich und auch praktisch umsetzbar. Das weiß Netanyahu ganz genau. Aber es gilt tatsächlich für ihn im Moment nach dem traumatischen, man darf das alles nicht vergessen, das traumatische Ereignis Gaza, Oktober 2023, das sitzt tief in den Knochen, nicht nur der politischen Eliten, sondern auch der Gesellschaften. Das heißt, wir müssen die Grenzen wirklich erstmal sichern und stabilisieren, soweit das eben geht. Aber Sie sagen das schon, die Bevölkerung, die hat das natürlich auch noch in den Knochen. Die Bevölkerung will aber auch, dass die Geiseln freigelassen werden. Es gibt immer wieder Demonstrationen auch gegen das Vorgehen der Regierung. Die Bevölkerung will keinen Krieg, der ja auch ziviles Leid nach sich zieht auf allen Seiten. Und die westlichen Partner versuchen auch Druck auszuüben und zur Deeskalation aufzurufen. Aber wer kann denn dann von all diesen Parteien, die versuchen, Einfluss zu nehmen auf Netanyahu, wer kann denn da noch Gehör finden? Ja, also man muss es ganz klar sagen, am Ende des Tages aber ein radikaler Schritt, den Israel nach wie vor nicht zu fürchten braucht, aller Voraussicht nach. Man muss vorsichtig sein, wir wissen ja nicht, was in Washington passiert. Aber wenn jemand über die Möglichkeiten verfügt und die politischen Hebel verfügt, dann sind es natürlich die Amerikaner, das ist gar keine Frage. Aber selbst für Amerika ist ja, sagen wir mal, Israel ist sich ja seiner auch in den letzten Jahren, wenn man die Entwicklung mal sich anschaut, seit der Trump-Ära, ist sich seiner oder ist sich natürlich, oder seit Obama, ist sich Amerika natürlich auch nicht mehr so sicher, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das wird jetzt heute kompensiert dadurch, dass Israel in den letzten Jahren relativ geschickt auch und eine Annäherung gesucht hat Richtung der arabischen Welt, der Golfstaaten. Wenn man mal sieht, wie viele bilaterale Abkommen da mittlerweile in den letzten Jahren entstanden sind, die sogenannten Abrahamsvereinbarungen, das ist ja eine ganze Menge. Und Arabien wurde, wenn Sie gerade gehört, ganz häufig noch angesprochen. So ist es. Und die wollen auch die große Konfrontation nicht mit Israel. Das ist das Dilemma, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, das ist eigentlich das Kerndilemma, sowohl der Palästinenser, dass sie die Lobby in der arabischen Welt nicht mehr in dieser Form haben, dass dort die Welt genauso gespalten ist. Und das hat Israel natürlich auch zu seinen Gunsten in den letzten Jahren geschickt
auszunutzen gewusst. Und das ist das große Dilemma und das gilt bis heute. Und das relativiert so ein bisschen die überragende Bedeutung oder schmälert sie, will ich nicht sagen, aber relativiert sie ein Stück weit, die Amerika natürlich nach wie vor hat. Also die Europäische Union oder andere, oder Russland brauchen wir in dem Zusammenhang tatsächlich nicht erwähnen. Wenn, ist der entscheidende Ansprechpartner sitzt in Washington natürlich, auch für Israel, das ist ganz klar. Eine Analyse von Stefan Fröhlich. Ganz herzlichen Dank sehr dafür. Gerne. Ja, wir haben viel schon gesprochen über die Rolle Irans und wollen jetzt nach Teheran schauen, denn dort ist mir Katharina Willinger davon dort aus zugeschaltet. Frau Willinger, zunächst einmal die Frage, gibt es schon offizielle Reaktionen des Mullah-Regimes auf die Meldung, dass Hassan Nasrallah getötet wurde? Also, dass er wirklich tot ist, darauf geht man hier nicht ein. Man dementiert es aber mittlerweile auch nicht mehr. Ganz interessant ist, es gab vor etwa einer Stunde eine schriftliche Erklärung des obersten Führers, Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei, der die komplette muslimische Welt dazu aufgefordert hat, den Libanon und auch die Palästinenser in Gaza zu unterstützen. Er ist nicht auf Nasrallah direkt eingegangen, aber er hätte es mit Sicherheit erwähnt, wenn er die Information besitzen würde, dass Nasrallah noch am Leben ist. Und dazu kommt, dass im Iran seit gestern Nacht immer wieder Sitzungen stattfinden sollen. Heute Nacht soll der Nationale Sicherheitsrat bereits zusammengekommen sein und den Revolutionsführer unterrichtet haben. Heute tagsüber hat der Ausschuss für nationale Sicherheit im Parlament getagt und, das wissen wir nicht, es gibt keine offizielle Erklärung bisher, unter Umständen die nächsten Schritte des Iran angekündigt, beschlossen vielleicht. Und tagsüber hier soll es heute an verschiedenen Orten in Teheran, aber auch in anderen Städten zu großen Demonstrationen von Regimeanhängern wegen dem Vorgehen der Israelis im Libanon geben. Jetzt gibt es Meldungen, wonach man auch Khamenei in Sicherheit gebracht habe. Wie überrascht ist man im Iran von diesem vermeintlichen Schlag gegen Nasrallah? Wie sehr trifft das dort auch? Also diese Meldungen habe ich auch gelesen. Ich wage sie allerdings zu bezweifeln, denn ich gehe mal stark davon aus, dass der Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei grundsätzlich sich an einem sicheren Ort, zumindest aus Sicht des Iran, befindet und man da sozusagen keine Gefahr eingeht, dass er überhaupt ein mögliches Anschlagsziel werden könnte. Aber Sie haben es gerade angesprochen. Die Überraschung, die hält sich, glaube ich, nicht. Die Überraschung ist nicht besonders groß. Man musste, wenn man das Vorgehen der Israelis in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Tagen, vor allen Dingen im Libanon, beobachtet hatte, davon ausgehend, dass ihnen aufgrund ihrer Geheimdienststruktur irgendwann auch so ein Schlag gelingt. Und man hat sich ja Step by Step, also Schritt um Schritt, auch Nasrallah angenähert. Man hat verschiedene hochrangige Funktionäre schon ausgeschaltet innerhalb der Hisbollah. Man hat Khaniyeh mutmaßlich hier in Teheran Ende Juli getötet. Und das war jetzt sozusagen der Folgeschritt, den Kopf der Hisbollah, Nasrallah, auszuschalten. Und die ganze Zeit blieb auch nach diesen Schlägen im Juli die Frage, wie reagiert Iran gesichtswahrend? Was ist Ihre Einschätzung? Wie kann Iran jetzt damit umgehen? Denn man muss ja sagen, auch diese Woche wieder bei den Vereinten Nationen, das Auftreten Pezeshkian, sie war ja fast moderat. Ja, und das ist der Konflikt, den es hier im Land momentan gibt, denn wir gehen mal davon aus, dass wenn es zu diesem Zeitpunkt der Tötung Khaniyehs Ende Juli hier in Teheran, das war ja zeitgleich auch die Amtseinführung des neuen Präsidenten Pezeshkian, der als moderat konservativ einzustufen ist, ich betone innerhalb dieses Gefüges im Iran, wir befinden uns natürlich in einer ganz anderen Welt hier. Was das angeht, wäre Raisi der verstorbene Präsident an der Macht gewesen zu dem Zeitpunkt, hätte es vielleicht viel schneller eine Antwort gegeben. Und in diesem Dilemma befindet sich Pezeshkian jetzt. Er muss einerseits den Hardlinern gerecht werden, die jetzt ein schnelles Eingreifen des Iran fordern. Andererseits will er die Interessen seines Landes wahren. Und er weiß natürlich, wenn der Iran sich jetzt in einen direkten Angriff mit Israel begibt, dann hat man die USA im Rücken sozusagen. Und dann würde man vermutlich den Kürzeren ziehen. Einordnungen von Katharina Willinger. Ganz herzlichen Dank nach Teheran. Soeben hat die Hisbollah auch offiziell den Tod von Hassan Nasrallah bestätigt, der seit 32 Jahren der Kopf der Terrormiliz war. Also dieses Thema werden wir weiter für Sie im Blick behalten.